Hier auf der Kreisstraße 22 im rheinland-pfälzischen Kreis Kusel melden zwei Polizisten per Funk eine Verkehrskontrolle. Dann passiert das Unfassbare. Ja, um 4.20 Uhr haben Kollegen der Polizeiinspektion in Kusel eine Verkehrskontrolle durchführen wollen. Kurz darauf haben sie dann nochmal gefunkt, dass Schüsse fallen. Dann hatten wir keinen Funkkontakt mehr, haben unsere Unterstützungskräfte entsandt und haben die Kollegen tot bzw. verletzt und mittlerweile dann auch leider verstorben auffinden können. Die Opfer, eine Polizeianwärterin sowie der Polizeibeamte Alexander K. Die 24-jährige Polizeikommissar-Anwärterin wurde von dem Angriff wohl so überrascht, dass sie noch nicht mal ihre Dienstwaffe ziehen konnte, sondern direkt gezielt mit einem Kopfschuss getötet wurde. Ihr 29-jähriger Kollege soll zwar seine Dienstwaffe noch gezogen haben, wurde allerdings ebenfalls bei dem Angriff getötet. Ein Schock für die Kollegen. Das geht nicht an einem vorbei. Das bewegt und ich bin mir sicher, es sind auch viele Tränen geflossen heute Morgen. Betroffen zeigt sich auch Rheinland-Pfalz-Innenminister Lewenz. Als zuständiger Innenminister und oberster Dienstherr unserer Polizei und als Vater von 4 Kindern im Alter der mit größter Brutalität ermordeten 2 jungen Polizeibeamten bin ich sehr erschüttert. Seit 1945 sind auf rheinland-pfälzischem Boden laut Hochschule der Polizei 16 Polizistinnen und Polizisten Opfer tödlicher Gewalt geworden. Besonders gefährlich sind Verkehrskontrollen, erklärt Gewerkschafterin Sabrina Kunz. Also die Verkehrskontrolle ist neben der Personenkontrolle ja, ich sag mal, die routinierteste Eingriffstätigkeit, die man im beruflichen Alltag im Grunde genommen macht. Das macht sie deswegen auch nochmal besonders gefährlich, weil sie nie davon ausgehen können, wen sie kontrollieren, was im Fahrzeug mitgeführt wird, wie sich die Menschen dann möglicherweise auch verhalten, wenn Polizei sich dem Fahrzeug nähert. Auch Stunden nach der Tat sind die genauen Hintergründe noch unklar. Die Behörden haben bisher über 50 Hinweise erhalten. Bei einer Großfahndung nehmen sie den polizeibekannten Tatverdächtigen Andreas S. fest. Der Mann soll in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen sein und eine Waffenerlaubnis besitzen. Kurz später nehmen die Beamten einen zweiten Verdächtigen fest. Die Fahndung läuft weiter, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es Mittäter gibt. Nach so einer schrecklichen Tat stellt man sich natürlich die Fragen, wie können wir unsere Polizeibeamten im Dienst schützen und wie gehen vor allem die Beamten jetzt in den nächsten Tagen in ihren Dienst? Das haben wir mit der Gewerkschaft der Polizei gesprochen. Ich bin hier mit Sabrina Kunz, sie ist die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, das ist eine echte Tragödie, die sich da ereignet hat. Man hört aber immer öfter von Gewalt gegen Beamte. Ist das jetzt die Spitze des Eisbergs? Ich glaube, es wäre tatsächlich ein bisschen zu früh und vereinfacht, jetzt von der Spitze des Eisbergs zu sprechen. Aber man kann, glaube ich, schon festhalten, dass viel dazugehört, keine Hemmschwellen mehr vorhanden sind, wenn man zu einer Schusswaffe greift und einen Polizisten und eine Polizistin auf die Art und Weise sprichwörtlich hinrichtet. Ja. Und wir stellen aber schon über viele Jahre jetzt fest, dass sich diese Hemmschwelle kontinuierlich verschoben hat, verändert hat, dass Menschen sich eher motiviert sehen, Polizisten anzupöbeln, zu beleidigen, anzuspucken und vielleicht auch Gewalt übergriffig zu werden, wie aber insgesamt in unserer Gesellschaft ja auch die Umgangsformen sich ein bisschen verschoben haben. Ja. Sie sprechen ja von der gesunkenen Hemmschwelle. Wie können wir denn dann unsere Polizisten besser schützen? Braucht jeder eine Bodycam? Also wir haben in Rheinland-Pfalz flächendeckend ja die Bodycam eingeführt. Auf allen Polizeidienststellen ist eine Bodycam auch vorhanden. Ob die Kolleginnen und Kollegen in jedem Einzelfall die Bodycam auch tragen und wenn sie sie tragen, dann auch tatsächlich den Aufnahmemodus bedienen, hängt natürlich in gewisser Weise auch von den Einsatzsituationen ab. In dem Zusammenhang ist beispielsweise die Bodycam in geschlossenen Wohnungen, also innerhalb des Schutzbereiches des Wohnungsrechts, nicht gestattet und darf dort auch nicht genutzt werden. Und es sind auch diese Routinesituationen, die oftmals dazu führen, dass Polizistinnen und Polizisten angegriffen werden. Heute sind hier auch viele Polizisten im Einsatz wieder unterwegs, auch in ihrem normalen Geschäft. Mit welchem Gefühl fährt man denn heute auf Streife? Wie geht das da auch den Kollegen? Also ich glaube, heute ist die Gefühlslage mit Sicherheit sehr gemischt, weil sie durchzogen ist mit Trauer. Wir sind in Rheinland-Pfalz ein überschaubares Bundesland. Man kennt sich auch unter den Kolleginnen und Kollegen. Man weiß, um wen es sich letztlich handelt, zumindest mal im Groben. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite, ja, um einen beruflichen Kollegen, um einen von uns sozusagen zu trauern. Und gleichzeitig sind sie natürlich jetzt bei jeder Routinesituation ja im Kopf auch immer mit der Frage beschäftigt, verhalte ich mich jetzt richtig? Passiert mir sowas auch? Kann mir sowas passieren? Was mache ich, wenn? Also ich glaube, die Gefühlslage wird heute und auch in nächster Zeit nicht nur in Rheinland-Pfalz eine sehr gemischte sein. Wie unterstützt man denn da am besten die Kollegen im Außendienst?
Also wir haben zunächst mal ja Betreuungskräfte in der Polizei selbst. Wir haben Kriseninterventionsteams und eine polizeipsychologische Betreuung. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es aber nicht zu 100%, dass zwischenzeitlich da auch eine Kontaktaufnahme erfolgt ist, dass die Kolleginnen und Kollegen betreut werden, die auch dort vor Ort noch waren, die ja als erste Kräfte dann auch die Bilder vor Ort gesehen haben, dass aber auch die Kolleginnen und Kollegen betreut werden, die auf der Dienststelle Dienst machen, alltäglich zusammen dort auch unterwegs sind und dass das Ganze dann auch psychologisch nachbereitet wird. Vielen Dank, Frau Kunz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne.